Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu 10 garantierten Icon-Sets. 3 Stunden und 2,5 Millionen Coins später haben wir diese Packs hier am Start. Ich bin mal gespannt, was wir ziehen werden. Wir haben natürlich die geilsten Maradona, Pelé und Ronaldo in den Sets. Ansonsten gibt es aber noch geile Spieler wie Del Piero, den man gerne mal austesten könnte. Dann haben wir noch Roberto Carlos, Vieira. Warum ich das Ganze auch noch mache, ist, weil ich Ronaldo und Prime Hullet haben möchte. Da muss man ja die ein oder andere Icon abgeben. Und ja, Freunde, ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Let's go! Ich bin nervös, Freunde. Ich bin aufgeregt. Basis-Icon-Spieler-Set Nummer 1. Garantiert ein Basis-Icon-Spieler. Baby-Icon Nummer 1. Let's go! Komm schon, gib mir direkt einen Pelé, gib mir einen Ronaldo, einen Vieira. Portugal? Das ist nicht gut. Rui Costa, 85. Ja, so starten wir rein. Ist übrigens meine zweite Icon, glaube ich. Ich habe ja Kluivert gezogen, Baby Icon. Ah, Costa ist jetzt, glaube ich, nicht so überragend. Da gibt es viele, viele, die besser sind. Vor allen Dingen auch vom Rating her. Stats, naja. Den geben wir auf jeden Fall ab in der SBC, ja. So, Freunde, den geben wir direkt ab für Hullet. Kriegen wir ein 100k-Set. Und Freunde, sollen wir das direkt öffnen oder nicht? Ich überlege gerade, aber ich habe eigentlich schon mega Bock, das jetzt direkt rauszuhauen. Eieiei, komm, wir hauen uns einfach direkt raus. Jumbo seltenes Spieler-Set, ab geht's. Vielleicht ziehen wir da sogar auch in die Ikone, das wäre krank. Schlitz ist da. Schlitz ist da. Ronaldo. Portugal. Oh, Silva, 84er. Ja, so ein zweiter Ronaldo wäre auch geil gewesen, aber Silva Standard 84er. Eines der schlechtesten 100k-Sets, die man ziehen kann. Weiter geht's, let's go, komm schon. Bitte EA. Nächste Icon kommt, die zweite. Diesmal aber eine gute. Niederlande, ZDM, Rijkaard. Das ist Rijkaard, 86er, okay. Ja, ist in Ordnung. Hat einen süßen Buschelkopf auf den Haaren. Aber den kann man, glaube ich, nicht gebrauchen. Ich hatte den, glaube ich, mal in einem, hier, wie heißt der Mist, im SBB. Und der hat mir gar nicht gefallen. Also der hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Ich würde sagen, den packen wir erstmal dazu. So, Freunde, wir packen jetzt das gute alte Drehpack raus. Ich bereite mich mal ein bisschen vor darauf. Mir wird davon immer richtig schwindelig, Freunde. Let's go. Drehpack ist am Start. Drehpack. Komm, gib mir was. Wen haben wir? Argentinien. Maradona? Ah, Zanetti. Eieiei. 87, immerhin vom Rating her ist es, glaube ich, ganz gut. Und den könnte man auch spielen. Also das wäre jetzt einer, den... Ja, vielleicht behalte ich den erstmal im Verein. Mal schauen. Ich will jetzt aber auch nicht zu viel verraten, weil ich weiß, die Jungs für die ganzen Squad-Builder-Battles, die gucken das Video auch. Und nicht, dass die demnächst meine Zanetti hier snipen wollen, ne, Freunde? So geht das nicht. Ja, den packen wir auf jeden Fall erstmal dazu. Vom Rating her hat ganz gute Werte. Ich glaube noch einer, ja, so ein Petit wäre eher schlecht. Carlos ist natürlich besser als Leftback, aber Zanetti, darüber wollen wir uns jetzt mal nicht beschweren. Also drei haben wir geöffnet. Wir hatten bisher Rijkaard, Zanetti und Rui Costa. So, das waren alles 87er, 86er, 85er. Da müsste jetzt eigentlich eine 88er kommen, Freunde. Let's go, komm schon. Ein von den Top 3, Pelé, Ronaldo, Maradona. Let's go, gib mir Brasilien oder Argentinien. Ab geht's. Niederlande, Stürmer, das ist gut, das ist Van Basten. Ach, das ist Kluivert, fuck. Ja, so die guten vom Rating her wären natürlich geil. Jetzt so ein Van Basten hat, glaube ich, 89, das ist natürlich dann viel besser als so ein Kluivert, wenn man den in eine SBC reinhaut. Ja, ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Nächstes Icon Set, let's go. Komm, EA, troll mich nicht, einen guten will ich ziehen, let's go. Italien, MS, Del Piero. Del Piero, das ist geil, der ist gut. So einen zum Beispiel, den kann man spielen, der ist krass. 87er Del Piero. Also das ist so eine Icon, ich weiß gar nicht, was der Wert ist, werde ich jetzt auch gleich direkt mal nachschauen. Aber der hat krasse Werte. Und ich habe von allen gehört, der soll richtig gut sein. Der muss mega gut sein. Hat, glaube ich, 4 Sterne Skills, 5 Sterne schwacher Fuß. Ja, also mit dem kann man auf jeden Fall was anfangen. Schaut euch mal die Werte an. Ausdauer hat der Stärke jetzt nicht so, aber so offensiv auf jeden Fall ein kranker Typ. Und ich glaube, der gehört auf jeden Fall zu einem der Besten. Ich würde sagen, wir schauen auch direkt mal, was der Wert ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass der schon so, ja, 500, 1000 wert ist. So, den machen wir mal weg.
Freunde, ich habe so lange gebraucht für diese SBCs übrigens. Ne? Das hat mich, glaube ich, 3 Stunden mindestens gekostet. So, Del Piero, gucken wir mal nach, was der wert ist. 600? Der ist sogar 600.000 wert. Also das ist mal eine Icon bisher, glaube ich, die beste, die wir ziehen konnten. So, also die wir bisher gezogen haben. So muss es weitergehen, Freunde. Nächstes Set. Also die Hälfte haben wir jetzt. Die Hälfte haben wir. Bisher aber noch keinen von den Top 3. Maradona, Ronaldo und Pelé. Let's go, EA. Gib mir einen von denen. Komm schon. Einen von denen will ich drin haben. Oder ein hochbewerteter. Damit bin ich auch zufrieden. Oh mein Gott, nein. Das ist Littmanen. 85er. Boah, das ist so ein Spieler, mit dem kann man gar nichts anfangen. Der hat kein Tempo, der hat kein Dribbling, keine Physik. Der hat ja gerade mal Schuss und Passen. So, aber Tempo, Dribbling, Schrott. Also, ich habe gehört von einem Freund, der soll ganz gute Longshots haben, aber hatten wir den nicht auch mal irgendwie in so einem Full Draft ganz am Anfang? Naja, so mit den Werten, was willst du denn mit dem machen? Also das ist, glaube ich, so eine Icon, die müsste die günstigste sein. Ne, den gehen wir weg. Guck mal, was wir jetzt machen, Freunde. Den packen wir nämlich jetzt direkt in den Ronaldo SBC. Ja, ist ja schon ein alter Hase, ne? So, den packen wir jetzt hier rein. Reicht das? Ja, das reicht. Wir holen uns unser nächstes 100K-Set. Let's go, Freunde. Und das werden wir natürlich auch direkt öffnen. Und jetzt bitte gib mir mal was Vernünftiges in diesen 100K-Set. So, außer Ronaldo hat sich da, glaube ich, nie was Gutes drin. Jetzt wird es mal wieder Zeit mit einem Nosepack. Let's go! Ah, komm schon. Was haben wir drin? Walkout, komm. Frankreich, Pogba? Waram. Naja, immerhin 85er, der müsste jetzt momentan auch noch was wert sein. Leider kein Walkout. Aber ich schau mal, wenn wir jetzt noch ein paar 84er oder noch einen 85er drin haben. Ja, also das ist ganz gut, weil die 84er sind ja momentan, glaube ich, alle so, der müsste eh noch ein bisschen mehr wert sein. 11.000, aber der wird wahrscheinlich auch so 8, 9. Ja, die sind alle gut. Also das ist so ein Pack, damit bin ich zufrieden. Das reicht schon mal. Let's go, yeah, komm! Icon! Argentinien! Stürmer! Maradona! Was? Crespo! Naja, aber Crespo ist auch ein Spieler, der ist gut. Also den kann man auch mal verwerten. Aber schaut euch mal bitte sein Ingame-Face an und sein Face auf dem Bild. Das ist, passt ja mal gar nicht. Aber der hat gute Werte. Also den werde ich bestimmt auch mal austesten. Ein guter Mann. Jetzt kommen wir zu den letzten 3, Freunde. Oh, komm schon, Alter. Ich will gar nicht mehr so lange warten. Ich will jetzt einfach nur noch öffnen. Kommt schon. Bitte, EA. Gib mir einen geilen noch. Einen geilen. Jetzt aber Van Basten, nicht nochmal Kluivert. Ach du Mut. Was mache ich denn jetzt mit dem? Da haben wir jetzt ein Problem, Freunde. Kann das sein, dass die mal die Prime Faces anzeigen, irgendwie bei den Spielern? Ja, weil den habe ich nämlich jetzt doppelt. Ja, das ist geil, ey. Ja, da muss ich mal hier den Glitch anwenden, Freunde. Das dauert ein bisschen. Ich muss sagen, ich war leider ein bisschen dumm, dass ich Littmanen abgegeben habe. Ich hätte vielleicht erstmal warten sollen, weil so, wenn ich jetzt nämlich diese Challenge hier abschließen wollte, das war nämlich meine Idee, packe ich Kluivert da rein, musste mir dann aber Spieler holen. Und jedes Mal, wenn ich mir einen Spieler geholt habe, kam dann immer dieser Kluivert wieder. Heißt, das dauert ungefähr 100 Jahre, da muss ich den Glitch 10-mal anwenden da. Und darauf hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock. Deswegen, komm, machen wir das jetzt einfach so. Wer weiß, vielleicht irgendwann mache ich ihn mal, aber ich glaube eher eigentlich nicht. Es ist jetzt ein bisschen unnötig, aber ich habe sowieso sehr viele Prime-Icons hier am Start jetzt von den Baby-Geräten. So, wo haben wir denn jetzt hier? So, das war nämlich meine Idee. Ich gebe den jetzt einfach hier ab. Scheiß drauf, wir kriegen dann ein 100K-Set. Vielleicht mache ich irgendwann mal Ronaldinho oder so. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ja, unnötig, Dummheit ist halt auch irgendwie immer am Start. Wir haben jetzt noch 2 Icon-Sets und ein 100K-Set. Und ich werde sagen, wir kommen jetzt erstmal noch zum Kluivert. So, da ist er wieder. Ey, der geht mir richtig auf den Sack heute. So, 100K-Set. Werden wir belohnt. Komm schon, ey, gib mir noch mal einen geilen Schlitz jetzt hier. Ronaldo. Maradona, Italien. LV, Maldini. Oder? Nee, doch. 88er. Immerhin 88er Maldini. So, der hat auch stabile Werte, muss ich sagen. Okay, für einen Außenverteidiger jetzt nicht die besten Dribblingswerte, aber Verteidigung ist stark. So, ja, kann man mit leben, finde ich. Ist auf jeden Fall wenigstens ein hohes Rating.
Schauen wir uns mal die Werte an. Also für einen Außenverteidiger, was sagt ihr, Freunde? Hat natürlich eher so Innenverteidiger-Stats. Das wäre echt eine kranke Innenverteidiger-Karte, muss ich sagen. Ja. Seid ihr bereit, Freunde, für das letzte Icon-Spieler-Set? Ich bin es und deswegen drücken wir jetzt drauf. Let's go. Ab geht's. Komm schon, EA. Gib mir nochmal einen geilen Spieler. Ab geht's. Das ist nicht gut. Ah, schlechter hätte es eigentlich nicht kommen können, Okocha. Ja, was soll ich dazu sagen, Freunde? Also, ist natürlich ein geiler Skiller, aber hat ein scheiß Rating. Und ansonsten gefällt mir der ehrlich gesagt auch nicht so gut, Freunde. Aber wir schauen jetzt nochmal kurz nach. So, das sind unsere Icons, die wir jetzt im Verein haben. Vieira, Van der Sar, Ferdinand, Maldini haben wir gezogen. Ist ein guter Spieler. Dann haben wir noch Del Piero, der gefällt mir am meisten. Zanetti auch ganz gut. Rijkaard eher weniger. Ja, Kluivert auch nicht so, aber Crespo ist auf jeden Fall stabil. Okocha, naja, was soll's. Maldini, Zanetti und Del Piero ist natürlich Hammer. Also Del Piero werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Da bin ich gespannt drauf, Freunde. Lasst jetzt auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ja, macht's gut, haut rein und ciao!